Leute, was geht ab, Leute? Es ist Donnerstag und es ist Feiertag, aber trotzdem hat Spielzeugwirtschaft offen, denn ihr wisst, jeden Donnerstag schaue ich hier vorbei für das Wochenspecial und Ende des Monats gibt es vielleicht ein super saftig Wochenspecial. Stimmung ist wieder okay, zumindest bei mir. Die Karten wurden auf den Tisch gelegt, checkt gerne die Videos von gestern und vorgestern ab. Wir hatten ein bisschen Stress. Wir haben jetzt sozusagen das Problem gefunden, aber die Lösung noch nicht. Aber jetzt erstmal Sandwich. Der klingt und sah krass aus. Also ich bin gespannt, auch mit Ei. Für mein Sandwich hatte ich das auch vor, also Banh Mi-Style. Das gab es bisher noch nicht. Es gab Thai, es gab Chinesisch, aber es gab noch keinen vietnamesischen. Also hoffentlich klaut mir den keiner bis dahin, weil sonst hätte ich keine Idee, was für ein Sandwich wir als super saftig Sandwich anbieten könnten. Ich habe mir das Sandwich der Woche gegönnt, plus Chicken. Es hat leider angefangen zu regnen, deswegen haben wir uns mal hier runter versteckt. Schön warm, schön heiß. Richtig saftig, Mann, richtig saftig, richtig saftig. Okay, das sieht heftig aus. Aber so muss das sein. Schön heiß noch, Fleisch. Das sieht echt krank aus. Alter, Leute. Nummer 1. Neue Nummer 1 schon. Boah. Mit Ei gepackt. Ich suche mir aber jetzt einen anderen Platz. Boah! Der war echt lecker und der war heiß. Das war, glaube ich, der erste heiße, wirklich heiß und warme. Und boah, schön gewürzt. Und heute ist echt ein schlechter Zeitpunkt, also ich hatte mega Hunger, dass ich die Hähnchenstripes noch probiere, weil normalerweise kannst du es nicht abschätzen, wie mächtig ein Sandwich ist. Manche sind füllen gar nicht, manch einer war sogar süß, aber der mit eigentlich nur Fleisch und ich glaube sogar zwei Eiern, der hat halt richtig hart reingehauen. Aber wir probieren die natürlich trotzdem noch. Puh, eindeutig Nummer 1, Mann. Alter, wie kann ich den toppen? Okay, das ist echt mächtig, das habe ich komplett anders eingeschätzt. Oh mein Gott, ich schaffe davon einen noch. Der Rest ist für zu Hause, Alter. Echt schade, weil die sind auch noch mega heiß. Okay, die sind heftig, die sind zart, aber die sind so mächtig, ich schaffe davon nicht mal einen ganzen. Das war ein Biss, ich kann nicht mehr. Und das zweite, was ihr dann braucht, ihr braucht einen schnellen Speicher, eine SSD-Festplatte. Mit mindestens 370 MB freien So Leute, Moment. Ich adjustiere euch mal. Ich habe mir gerade ein Video angeschaut zu einem Coin. Hat mir einer von Pogo damals ein Kollege, sag ich mal, empfohlen, dass ich mir das anschauen soll. Zuerst habe ich gesagt, ja, ich habe meine Investments fest, ich habe eigentlich kein Interesse an dem neuen Coin. Und er meinte, ja, weiß ich doch, aber er meinte dann, ja, weiß er doch, aber das ist zu meinen, das soll relativ gut gehen, einfach so am herkömmlichen PC zu meinen, nicht so Bitcoin-mäßig und vielleicht habe ich da Interesse, mir das mal anzuschauen und einfach nebenbei. Wenn der PC läuft, wieso nicht? Habe ich mir jetzt angeschaut. Also die Kommentare sind nicht so positiv. Da haben schon alle geschrieben, hey, das lohnt sich nicht mehr, dies, das. Und der Typ, der das vorstellt, er hat Release als Realize vorgelesen. Ich denke mir so, Digga, ich denke mir halt einfach so, okay, kann ich so einem vertrauen? Aber ja, ich gebe Bescheid, aber ich glaube nicht. Ich schaue mir noch jetzt ein, zwei Videos dazu an und gebe euch Bescheid, aber eher nicht. Und so technisch, ich wollte dich ein paar Sachen abchecken, können wir auch gerne morgen machen, weil das Wetter war doch eher richtig schlecht. Und Groups technisch, das ist ja diese App, wo es Gruppen gibt zum Chatten, Freunde finden, verschiedene Themen. Und meine Aufgabe ist es, für die eben Influencer zu finden und verschiedene Gruppen zu starten. Er war bisher immer sehr erfolglos. Ich dachte mir, wir starten mit One Piece, weil Anime, Manga, Talk und sowas immer recht beliebt, also nicht One Piece direkt, die meisten waren eben One Piece YouTuber, weil One Piece halt Top Anime ist. Ich dachte mir, ja,
in dem Themenbereich werden die Leute viel labern und so. Wir hatten versucht, Kage zu erreichen. Der war ein bisschen zu teuer, um ehrlich zu sein, was er verlangt hat. Dann haben wir noch so einen anderen erreicht. Skype One Piece, davon habe ich euch letztens erzählt. Ja, Arbeitsmoral und so, hat uns nicht getaugt, kein Interesse. Und dann ist mir die Idee gekommen, Pokémon Go technisch, weil da gab es schon so eine kleine Pogo-Gruppe. Wieso nicht? Fragen wir mal ein paar Leute, die ich von damals noch kenne. Eine Pokémon Go-Gruppe, nee, Spieletrend habe ich nicht gefragt. Ich weiß gar nicht, ob er so Kooperation annimmt, aber selbst wenn der ist zu groß war, also wenn Kage schon zu groß war, zu teuer, dann wird Spieletrend erst recht das Budget sprengen. Hab da dann eine gewisse Person erreicht, die Interesse hat. Ich möchte den Namen nicht nennen, weil jetzt kommt die Story. Interesse war da, wir haben hin und her geschrieben. Dann ging der Vertrag los. Person hat sich den Vertrag angeschaut. Der Vertrag hat gepasst. Das Einzige, was nicht gepasst hat, ist, dass die Person hätte eine Rechnung schreiben müssen für die Kooperation, was halt normal ist. Und dann habe ich halt so gefragt, wie, du kannst keine Rechnung schreiben? Du hast doch einen YouTube-Kanal. Sprich, du hast Gewerbe, auch wenn es ein Kleingewerbe ist. Sprich, du kannst easy Rechnung ausstellen. Ja, hat sich herausgestellt, dass diese Person kein Gewerbe hat. Richtig erschreckend. Und die Views sind schon im Tausenderbereich, unterer Tausenderbereich. Und Abonnenten halt fünfstellig sogar schon. Eigentlich schon ziemlich heftig. Oh mein Gott. Ich schaue mir gerade die erste Folge von Tokyo Revengers an. Ich weiß, ich bin spät. Es gibt, glaube ich, schon Folge 5. Es ist richtig gerade spannend geworden. Und dann kommt von Crunchyroll die Werbung. Ja, ich habe keinen Premium-Account. Ja. Folge 1 bisher war okay. Ich dachte, es geht in eine ganz andere Richtung, irgendwie nur kämpfen und so. So Gang gegen Gang, so wie Crow, heißt es Crow Zero? Oder nur Crows? Falls jemand die Filmreihe kennt, das sind so Schulgangs, die einfach nur gegeneinander kämpfen. Ich glaube, die Hauptfigur hieß Genji. Chong und ich haben das früher mal richtig krass gefeiert, die Filmreihe. Aber gefällt mir. Irgendwas ein bisschen mit Zeitreisen und die Hauptfigur reist. Also, man dachte, sie stirbt und dann ist sie aber in der Vergangenheit aufgewacht und dann soll er da natürlich irgendwie sein Leben verbessern, bla bla. Und natürlich das Erste, was ich mir gedacht habe, Krypto kaufen und richtige Sportwetten machen. Aber ja, kann ich empfehlen. Bisher, schreibt gerne unten in den Kommentar, ob ihr den schaut. Wahrscheinlich schon, weil der ist gerade momentan ein bisschen gehypt und ich gönne mir noch die restlichen Folgen. So, Kuss geht raus an Luchas. Ich mache noch die Box auf, weil heute ist nicht viel passiert. May the 4th, passend zum Mai. Ich weiß gar nicht, ob das die Mai- oder April-Box ist. May the 4th be with you. May the 4th und May the 4th. Das ist ja immer der 5., 4., 5. Oh mein Gott! Das Glas haben wir schon. Jetzt habe ich zwei davon. Wartet mal. Jetzt haben wir einfach zwei. Ein Pärchen. Sehe ich hier Ramen? Achso, nee. Ich schwöre, ich dachte, das wäre Ramen. Fallout. Schlüsselanhänger. Alles klar. Star Wars Tiny Tin Pocket Pills. Was soll das denn sein? Sonnenblume zum Anpflanzen. Eine Karte und Borderlands Lilith Popfigur. Dann natürlich wie immer das Heftchen, wo alles drin steht. Ah doch, von April ist es. Haben wir ein bisschen. Wir haben die aber auch spät bekommen, also. So verspätet haben wir die Box gar nicht aufgemacht. Ich bin jetzt bei Folge 4, das ist die letzte, die ich noch schauen kann. Es gibt schon Folge 5, aber ich habe kein Premium. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, folgt uns gerne auf Twitch und Instagram. Wir sind heute, ihr seht es wieder am Freitag, wir sind heute Abend wie immer live mit Chong und Tati ist auch am Start. Ansonsten in Bitcoin und DeFi und Crow investieren. Schaut gerne die Videos an. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid. Serious Business und ciao. Moment. Ciao.